Einen wunderschönen guten Morgen nochmal hier vom Bülker Leuchtturm. Ich weiß nicht, ob die Kamera das wieder auffängt. Wie gesagt, es ist immer so ein bisschen Lotto morgens mit dem Licht, ob das geht oder nicht. Auf jeden Fall wollte ich euch mitteilen, dass ich meinen Standort mal verlege. Es regnet leider. Und ich werde jetzt mal weiter Richtung Plön-la-Bö die Ecke fahren. Mal schauen, ob ich da noch ein schönes Fleckchen finde. Ich hoffe, man sieht den Sonnenaufgang. Also bis gleich. Ja, ich hatte heute Morgen angekündigt, dass ich meinen Standort wechsle. Und zwar sind wir jetzt in Kalifornien. Wer hätte es gedacht? Kalifornien ist so nah bei Kiel, dass man in 20, 30 Minuten hier ist. Ja, da seht ihr mein Bullichen. Und das ist Kalifornien. Da vorne ist das Beach Hotel California. Beim Aussprechen von Kalifornien wird mir gleich wärmer. 2 Grad hatten wir heute Morgen. Hatte ich, glaube ich, noch nicht erwähnt. Und jetzt geht's erstmal an die Beach von Kalifornien. Und das nächste Highlight wird sein, ich fahre mit Monty bis Brasilien. Also, wartet ab. Alles heute. Schaut euch diese Aussicht an. Brauche ich nichts weiter zu sagen. Außer, dass die Sonne fehlt. Und in die Richtung radel ich jetzt erstmal. Spätestens in Brasilien sehen wir uns wieder. Ja, hier vor mir sind wieder meine Lieblingszeichen. Die wir Radfahrer ja alle besonders lieben. Ich kann jetzt entweder da unten diesen Holperweg fahren oder direkt am Strand. Ich glaube, ich wähle den Strand. Eigentlich schade, dass man hier oben auf dem Deich fahren darf. Naja, aber hier unten, das ist auch nicht zu verachten, wie man sieht. Und wieder die biologischen Rasenmäher hier. Na, der Schäfer kommt auch gerade da hinten. Ja Leute, gibt es gleich eine Umsiedlung hier, hm? Ja. Zwischendurch sieht man diese schönen Reetdachhäuser hier und andere auch so in Holzbauweise, teilweise so Planken, Blockbohlenhäuser habe ich auch 1, 2 vorhin gesehen. Und dazwischen sind echt Ruinen, sage ich mal, die aber trotzdem als Ferienwohnung zu vermieten sind. Also man sollte sich das vorher schon genau anschauen, was man hier anmietet. Der Strand ist echt klasse hier, vergleichbar mit Grömitz. Und der ganzen Ecke ist ja im Grunde auch die Richtung. Ne? Wenn man jetzt da immer weiterfahren würde, kämen wir irgendwann Richtung Grömitz. Aber das ist ja nicht mein Ziel. Da hinten sind ja die Kormorane schön zu sehen. So 6, 7 Stück. Und hier die Möwen. Natürlich besser als diese Steinstrände am Bülker Leuchtturm. Wobei die waren ja teilweise auch gemischt, aber größtenteils Stein. Dafür war das Wasser natürlich Weltklasse. Wobei das hier auch sehr klar aussieht. Ja Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, da sind gerade welche am Schwimmen. Ich filme das jetzt nicht mehr weiter. Ist FKK-Bereich. Gehört sich halt nicht, aber
Hut ab. Ich habe mir mein Käppi gerade aufgesetzt, weil mir zu kalt am Kopf ist. Der steht da nackt auf dem Wellenbrecher und lässt sich trocknen im Wind. Naja. So, hier geht's wieder runter. Ja, ich bin gerade doch einmal über den Deich gefahren, weil ich mal sehen wollte, was auf der anderen Seite ist. Aber da ist nichts, außer ein paar Felder. So, aber da vorne gibt es gleich eine Seebrücke. Da freue ich mich jetzt erstmal drauf. Und hier ist die Seebrücke schon mit einem herrlichen Wolkenpanorama. Man sieht die Feuchtigkeit förmlich, wie sie runterhängt. Und es ist heute auch echt unangenehm zu fahren. Der Wind ist nicht sonderlich stark, aber durch diese Nässe in der Luft oder Feuchtigkeit und die Kälte. Wobei es ist immer noch Plusgrade, aber er ist halt unangenehm. Und auch hier auf der Seebrücke wieder Fahrrad fahren. Verboten. Was aber nicht so dramatisch ist. Das Wasser ist wirklich sehr klar, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Kann sich echt sehen lassen. Auch die Strände machen einen echt guten Eindruck. Klar, jetzt sind sie nicht gereinigt von den ganzen Algen, aber das ist ja während der Saison anders. Da wird ja sauber gemacht. Ja, ich bin immer noch auf der Seebrücke. Wenn ihr euch wundert, warum die Sonne schon so hoch ist. Ich habe jetzt hier über eine Stunde mit so einem Anwohner gequatscht. Über Gott und die Welt, über Politik und was hier gut läuft, was hier schlecht läuft. War sehr, sehr interessant. Muss auch mal sein. Und jetzt geht's mal Richtung Ortschaft. Boah, durchgefroren bin ich jetzt, wenn man hier so eine, ja, über eine Stunde auf der Seebrücke im Wind steht. Ist schon frisch. Jetzt wird mir langsam wieder ein bisschen wärmer, so beim Trampeln. Wieder so ein schönes Rinderhaus und oben an dem Kamin eine Kaffeekanne mit Deckel. Omas Kaffeestuf. Hier ist wieder so eine schöne Stahlskulptur in dem Ort Schönberg. Das Schöne ist, dass hier dieser Erlebnis zur Ostseeküste Weg ist. Da stehen überall solche kleinen Erklärungen zu den Orten, wie das hier früher war. Und jetzt muss ich mal hier unten herfahren, weil ich nämlich an Brasilien schon vorbei bin. Da habe ich gerade ein Schild gesehen. 2,4 Kilometer. Oh, hier rüttelt es in die andere Richtung. Dann mache ich das doch noch mal kurz. Ja, ich bin jetzt hier gerade an so einem Stellplatz vorbeigekommen, wo steht für Wohnmobile. Verehrter Wohnmobilist, herzlich willkommen auf dem Stellplatz Brasilien, Mittelstrand. Bitte suchen Sie sich einen Stellplatz aus. Jeden Abend werden alle Wohnmobile mit Kennzeichen aufgenommen und die Stellplatzgebühr kassiert. Falls Sie abreisen wollen und keine Möglichkeit hatten zu zahlen, nehmen Sie einen Umschlag, darauf ist alles weitere vermerkt. Wir wünschen Ihnen einen erholsamen Urlaub. Da vorne sind die Stromkästen. Da ist der Deich. Prinzipiell finde ich das hier gar nicht schlecht. Aber schon ein bisschen merkwürdig. Aber ist eine Option. Erstmal weiter. Aber wir sind schon mal in Brasilien am Mittelstrand. Willkommen in Brasilien! Ja, wie ihr sehen könnt, Brasilien ist erreicht. Da hinten schon eindeutig brasilianische Flaggen zu sehen. Und hier das gute brasilianische Steak. Noch frisch auf der Weide. Dazwischen, das sieht man jetzt nicht. Ich versuche mal so ein bisschen rumzukommen. Ja, vielleicht von der anderen Seite. Sind zwei kleine Kälber,
Ich glaube, der hat mich gehört. Der guckt so grimmig. Da. Die sehen ja wohl noch niedlich aus, oder? Gehört auch zu so einer Tour. Aber jetzt vom schönen Brasilien wieder Richtung Kalifornien. Und dann schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Ist nämlich echt frisch. Also die Strände hier sind echt schön. Aber das Umland ist teils... Naja, es gibt halt nichts großartig. Das ist kein Vergleich mit den anderen Ostseebädern. Aber die Strände sind schön, wie gesagt. Ansonsten sind es nur Ferienwohnungen und die Reihe danach gibt schon gar nichts mehr her. Und überall schöne Bullis. So herrenlos. Also falls einer mal seinen Bulli in irgendeinem Video hier erkennt und den nicht mehr haben will, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Vielleicht erkennen könnt. Ich hatte ja gesagt, da aus Kalifornien und Brasilien bin ich wieder abgehauen, weil es mir da ja doch irgendwie nicht so gut gefiel. Bin jetzt so ein kleines Stück über der Autobahn gefahren, dann aber wieder runter, weil ich bin echt müde. Und habe mir jetzt hier so ein kleines Waldstück gesucht. Wie ihr sehen könnt, die Verkleidungen von dem Fenster hatte ich abgemacht. Und ja, das war's. Die Woche Ostsee ist im Grunde gelaufen. Morgen geht's nach Hause, morgen früh. Und ich habe es wieder sehr genossen. Ich hoffe, euch haben die Videos auch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Markus.